Ein wunderschöner Sonntagmorgen, der Kopf raucht, der Frust steigt, der Hund schaut undefiniert. Meine liebe Frau hat sich bereit erklärt, heute die 10 Kilo heurigen Kartoffeln zu kochen. Das bedeutet, machen wir ein Thumbnail, das haben wir schon lange nicht gemacht. Das bedeutet, dass ich diese Woche nicht mehr kochen muss, also zumindest keine Kartoffeln. Da bin ich höchst begeistert. Schaut, wie hübsch das Schwänzchen meiner Frau aussieht. Wo ist es denn? Da! Ist das nicht schön? Ja. Die hat gestern ganz toll gesungen mit ihren drei Kolleginnen. Es war ein Genuss. Die Nön ist von und zu überhaupt begeistert. Auf Facebook sind Fotos. Der Biohof Deichs hat Umsatz gemacht, wie schon seit Stunden nicht mehr. Es war eine Freude. Und es hat nur ganz wenig Probleme gegeben. Das war wunderschön. Da freuen wir uns. Ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem Rostungsstädtchen Hennigbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Hennigbach, Hennigbach. Flug. Neulenkbach. Flug. Ah! In aller Früh, schon um 9 Uhr, haben mich Gäste überrumpelt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass um 9 Uhr jemand ins Kindergarten kommt. Und zwar nicht nur eine Person, nicht nur zwei Personen, sondern drei Personen. Ich war voll und zu überhaupt begeistert. Ja, die haben sich ein bisschen bespaßt im Kindergarten. Und ich habe begonnen, Flyer zu drucken, denn ich habe nämlich gestern die restlichen verteilt und zur Kenntnis genommen, dass Flyer die einzige sinnvolle Werbemaßnahme sind. Vergiss Facebook, vergiss YouTube, vergiss alles. Flyer an der richtigen Stelle helfen. Egal. Zwischenzeitlich habe ich viele Stunden damit verbracht, an dem Konzert meiner Frau ein bisschen herumzuschneiden. Hund, sie macht top, genau. Und dann hat meine Frau ohne Hemmungen echt wahr fast 10 Kilo heurige Kartoffeln geputzt und dabei die Abwasch massiv überfordert. Die hat nicht damit gerechnet, dass sie das aushalten soll. Dann hat meine Frau WO gegeben, weil sie einfach erschöpft ist, verständlicherweise. Hat noch die Kartoffeln auf den Herd gestellt. Ich habe inzwischen zeitlich die Kartoffeln umgebaut auf Petersilkartoffeln. Und viele verschiedene Gemüse, von der Rübe über den Kaffeeohl, über Zucchini, Tiefetellerschatzel. Ja, aber ich wollte dich fragen, wie viele Teller wir brauchen. Oh, da fällt gleich die Kamera runter. Zählst mal, wie viele Leute wir sind. Und die rote Rübe, ein bisschen Tomate geschnitten und nur irgendwas. Fenchel und Jungzwiebel dürfte das gewesen sein. Und habe so eine Art Lecho draus gemacht. Und das werden wir jetzt voller Genuss verzehren. Ich habe Unmengen Videos auf Alter Knacker Schmatz hochgeladen. Also bis Mitte Juli bin ich da mal versorgt. Vielleicht sogar bis Ende Juli. Mache jetzt noch das Konzert weiter und dann schauen wir mal. Mahlzeit. Corona, Zahlen und Fakten vom 27.06.2021. Es gibt 74 laborbestätigte Fälle, 2 Verstorbene, 157 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 9,2, es gibt 646.243 laborbestätigte Fälle, 7.485 aktive Fälle inklusive Spital, 129 im Spital ohne Intensiv, 72 auf der Intensiv, 53.713.546 durchgeführte Testungen, 10.471 Verstorbene, 628.287 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. Der 23.06. mit 110 laborbestätigten Fällen, der 24.06. mit 125 laborbestätigten Fällen, der 25.06. mit 155 laborbestätigten Fällen, der 26.06. mit 78 laborbestätigten Fällen. Sehr spannend ist das. Also heute war dann Ruhe nach den frühen Besuchen. Klar, bei dem Wetter sind die Leute im Bott. Ich habe den ganzen Tag mit diesem Videoschnitt beschäftigt, mich mit von und zu, ihr wisst, was ich meine. Habe dann eben das eine oder andere Coronavirus-Tagebuch bzw. den Lenkbach-Vlog angeschaut, um zu kontrollieren, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und dann bin ich nach vielen Diskussionen mit meiner Frau zur Erkenntnis gekommen, dass mein Problem ist
die Geduld und das Warten. Es gibt verschiedene Inputs aus verschiedenen Seiten und konkret geht nichts weiter, solange nicht irgendwas Konkretes irgendwo herkommt. Und das ist natürlich sehr schwierig auszuhalten. Vor allem, wenn man selber auch verantwortlich ist für Situationen wie ich. Andererseits aber auch nicht. Also man ist ja selten alleine. Okay, wenn du jetzt eine Knarre nimmst, in die nächste Bank gehst und dort alle Leute niederballerst, dann ist ziemlich offensichtlich, dass du da verantwortlich bist. Kann es auch eine Geschichte drumherum geben. Ja? Vielleicht ist vor der Bank einer gestanden und hat deine ganze Familie mit einer Waffe bedroht und gesagt, wenn du das nicht tust, dann baller ich die alle ab. Es ist immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Ihr wisst, was ich meine. Oh, eine Predigt. Die Sonntagspredigt wird das. Ich finde es, mach mal eine Tradition. Der Sonntag wird der Predigtag im Neulenkbauflug. Also, wir haben ja darüber gesprochen mit so, warum du niemanden zum Tode verurteilen solltest, weil du weißt nie, was sich dann im Nachhinein rausstellt. Das ist jetzt eben die Frage. Ich weiß viele Dinge, die nicht dementsprechend, was andere glauben zu wissen. Ich weiß das. Die Beweislast ist natürlich nirgendwo, denn realistisch ist es schnutzpiep egal, ob du schuld bist oder nicht oder ob du recht hast oder nicht, weil die Meinung der Menschen viel mehr ausmacht als die Faktenlage. Ja, nehmen wir als Beispiel Politiker. Die haben oft Meinungen und das zählt viel mehr als die Fakten. Ja. Und das zählt auch viel mehr als die Meinung und die Fakten von allen anderen. Kann ein Einzelner eine andere Meinung haben und die zählt dann. Da gibt es ganz grausliche Beispiele in den letzten 100 Jahren in Österreich davon. Könnt ihr mal in die Geschichtsbücher schauen. Ja, jetzt ist die Frage, was macht man damit? Erstens muss ich mal feststellen, es ist ausgesprochen geschäftsschädigend. Ja? Es wirkt sich auf die Geldbörse aus. Und das ist wack. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber nicht immer oder doch meistens nicht. Es ist alles sehr schwierig. Blöd ist, wenn halt Menschen dabei schlecht aussteigen. Das finde ich immer ausgesprochen schlecht. Wenn jetzt bitte irgendwo ein Auto kaputt ist, weil einer einen Blödsinn macht, was so ist. Ja. Oder wenn vielleicht irgendwo ein Baum gefällt wird, weil einer eine falsche Entscheidung trifft. Wurscht. Aber wenn mal die Menschen involviert sind, dann finde ich das ausgesprochen bedenklich. Und ich finde es auch ausgesprochen bedenklich, wenn die Strukturen so sind, dass die Menschen nicht an oberster Priorität stehen. Das finde ich doof. Das finde ich unvorher. Das ist viel wichtiger als das Gendern, dass der Mensch an oberster Priorität steht bei allen Tun und Handeln. Das Wohl der gesamten Menschen ganz oben und gleich darunter das Wohl des einzelnen Menschen. Danach kommt das Wohl der Viecher und dann kommt alles andere. Da können wir, machen wir ein Volksbegehren, schauen wir, ob das so durchgeht. Und dann drunter steht noch, Gesetze bitte deutsch schreiben, sodass wir sie verstehen. Und die alten Gesetze neu auflegen, sodass wir sie verstehen. Dass wir nicht irgendwelche Rechtsjuristen brauchen, um zu verstehen, was gesagt wird. Und ganz viel wichtiger, in allen Gesetzen den Terminus gleichsetzen. Dass nicht das eine Wort in einem Gesetz was anderes bedeutet als im anderen. Das wäre mal ein Ansatz. Da könnte sich die ganze Bürokratie mal ein paar Jahre beschäftigen damit. Das finde ich. Also, super Sache. Da kann ich nur sagen, Daumen hoch. Und zwar gleich 2 oder 3 oder 4, so viel man halt hat. Finde ich gut. Mein junger Mann wartet auf eine Runde Schnapsen. Der ist übrigens heute besonders intelligent gewesen. Und das zeichnet ihn aus. Ist halt mein Sohn. Er ist besonders intelligent. Alles, was da mal drinnen war, ist jetzt schon weg und bei ihm. Also der Kopf ist leer und da drüben ist Intelligenz. Das ist auch der Grund, warum ältere Leute immer mehr kindlicher werden, weil sie ja das Gehirn schon weitergegeben haben, sozusagen überschrieben oder vererbt. So wie das Haus. Wenn du das Haus überschreibst, ist das Hirn auch mit überschrieben. So kann man das irgendwie zusammenfassen. Ja, bin ein bisschen abgeschwiffen bei meiner Predigt. Ich freue mich auf morgen, denn morgen hat sich die erste Schulklasse angekündigt, die ins Eitle Kindergarten kommt. Und zwar nicht irgendeine Schulklasse, nein, eine Oberstufenschulklasse hat sich angekündigt. Die Lehrerin ist ganz nervös und hat mehrfach rückgefragt, ob das jetzt eh passt und hin und her, weil wir das telefonisch besprochen haben. Dürft es nicht gewohnt sein, dass telefonische Vereinbarungen funktionieren.
Ja, steht ja im Kalender und überhaupt. Und ich habe auch schon eigene Vorkehrungen getroffen, damit ich bestimmte Dinge zeigen kann, die vielleicht interessant sind. Das könnt ihr bei euch übrigens heute im Abspann, kommt ja das Kindergarten-Update verlinkt, da könnt ihr euch das anschauen, da habe ich das nämlich gezeigt. Ja, und ich bin schon ein bisschen am Nachlesen, dass ich ein paar Geschichtsdaten weiß, dass ich dort bei den Informationen über die Flipper ein bisschen was erzählen kann. Da freue ich mich schon drauf, ja. Und ich habe 100 Flyer gedruckt, nur noch nicht geschnitten, aber gedruckt habe ich sie und ich habe sie optimiert. Sie haben denselben Hintergrund wie die Homepage, also diesen hinuntergeregelten Flipper mit dem hochgeregelten Lego-Set und meiner Persönlichkeit, die darf nicht fehlen. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr wieder dabei seid, Mann. Ich habe heute noch ein paar kleine Videos für diesen Kanal geschnitten, habe ich eh schon gesagt. Das heißt, ihr seid jetzt versorgt. Ich schaue jetzt live nach, bis wann ihr versorgt seid auf diesem Dienstagskanal. Bis 17.08. sind die Videos fertig geschnitten. Wow! Da könnte ich jetzt dann das Holzschneiden angehen, oder? Wenn die Videos fertig sind. Schau mal lieber, was der Flipperstein noch zu tun hat. Die Lego-Videos sind nur bis 15.07. fertig. Oder hat meine Frau morgen Dienst, da könnte ich mich ins Studio begeben. Ich habe übrigens die Kameras wieder montiert. Die waren ja gestern auf Außendienst mit Quadrophon. Und vielleicht sollten wir da morgen Videos machen. Ich frage mal die Nudel, ob sie mal ein Video macht. Ein Produkt. Nein, du könntest aber echt diese Katalogvideos machen. Dann bräuchte ich mich beim Lesen nicht so anstrengen. Könntest die vorlesen. Wir werden ihn mal bestechen. Für jeden Katalog, den er vorstellt, bekommt er 3 Lego-Steine oder so. So machen wir das. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier auf diesem genialen YouTube-Kanal.